guitare par André Citroën. Des flocons dans les cheveux, une petite fille en pleurs se promène. Détends tes yeux, je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les hommes me regardent, entends tous mes baisers qui se croisent. Derrière le jardin japonais. Hallo und herzlich willkommen beim FS1 Vorspiel. Der erste Beitrag stammt von Evi und Feli aus Bayern, die heute erstmals Fernsehluft schnuppern durften. Im Rahmen des FS1 Basisworkshops waren sie für uns am Salzburger Christkindlmarkt, um sich ein Bild von der allgemeinen Lage zu machen. Seht selbst, was dabei herausgekommen ist. Also mit Schnee schaut es ja nicht so gut aus. Dieses Jahr Weihnachten, zumindest im Moment nur in der Vorweihnachtszeit. Sissi läuft nicht mehr im Free TV, ganz dramatisch für Fairlight. Aber auf eins können wir sie natürlich auch dieses Jahr verlassen. In Salzburg, einer der allerbekanntesten Christkindlmärkte natürlich in der Mozartstadt. Und heute geht es auch schon richtig zu. Die Leute sind noch relativ entspannt am Shoppen. Gibt ja neben Bossener Glühwein natürlich auch viele Geschenkideen. Aber haben die Leute vielleicht auch schon ein bisschen sehr im Weihnachtsstress? Das ist ja schon so eine Sache, muss man sagen. Einerseits freut man sich auf die Verwandtschaft, auf die Feiertage, auf das gute Essen. Andererseits ist man vielleicht doch ganz froh, wenn Tante Erika dann am zweiten Feiertag wieder die Pferde sattelt und abdampft, oder? Wir haben uns mal erkundigt, wie die Leute das in Salzburg so sehen. Wie empfinden Sie die Advents- und Weihnachtszeit? Gemütlich. Ja, auch gemütlich. In unserem Alter ist man ja nicht mehr im Beruf. Im Stress. Dadurch kann man das genießen. Das heißt, Sie können sich ganz auf diese Zeit einstellen und es ist auch das Geschenke kaufen ist dann eher was sinnlich, freudiges und von Stress kann da jetzt nicht die Rede sein. Nein, man hat natürlich mehr Aufgaben zu dieser Zeit, aber es ist kein Stress. Ja, für uns auch. Es ist halt die Zeit, wo man dann für die Enkel die Weihnachtsgeschenke kauft und da in Ruhe dem nachgehen kann. Weihnachten ist für Sie? Weihnachten ist für mich Romantik, Familie, Familienzeit, zusammen, Winterzeit, einfach Ruhe mit der Familie verbringen. Ich bin ein alter Weihnachtsfreak, mir macht es einfach nur Spaß. Und da mit einem Glühwein zu stehen, mit meinen beiden Mitarbeitern, ist einfach herrlich. Was ist Weihnachten für euch? Was Cooles. Mit Geschenken. Und Freude für die Familie. Weihnachten ist für Sie? Das Fest der Liebe. Ja. Der Christkindlmarkt Salzburg ist ein Anzugspunkt, nicht nur für Österreicher, natürlich auch deutsche Touristen und Besucher, sondern auch aus aller Welt. Bei mir steht jetzt der Martin. Und Martin, where are you from? I'm from Czech Republic, Brno. So why did you come here? Just for the Christmas market? Yes, yes, exactly. Just to visit Salzburg and Christmas market. What's so special about this market? I think it's nice, and Salzburg is a nice city. Did you already try a lot of foods and drinks? Not yet, so we are preparing for evening. Evening? So you just arrived today? Yes, yes, yes. And we have one night here, and tomorrow we are going home. So I was just talking about how Christmas can be very special, but also for a lot of people it's very stressful. So how do you think about Christmas? Is it a very nice time of the year, or are you happy when it's over again? I think it's nice time of the year, but the time before Christmas is sometimes stressful because of presents and a lot of stress. But are you already prepared? You got all your presents? Yes, yes, I'm prepared. Very good. Well, thank you very much. Enjoy your stay and enjoy Salzburg. Okay, thank you. Bye.
Also anscheinend freuen sich die Menschen hier ganz besonders auf die Weihnachtszeit. So richtig gestresst habe ich bisher jetzt noch keinen erlebt, aber das kann ja noch kommen. Wir fragen jetzt nämlich mal die Menschen, die hier an den Ständen stehen, weil die müssen hier den ganzen Tag stehen und vielleicht frieren die ja und vielleicht sind die dann auch so ein bisschen genervt. Das schauen wir mal. Wir haben jetzt von vielen Leuten hier in Salzburg gehört, dass alle in Weihnachtsstimmung sind. Keiner ist gestresst. Wie geht es Ihnen? Sie haben ja jetzt jeden Tag die volle Dröhnung Weihnachten hier. Also von Stress merke ich auch nichts. Das, wenn es Freude macht, hat man keinen Stress. Das ist höchstens positiver Stress. Wie lange sind Sie jetzt am Christkindlmarkt in Salzburg insgesamt? Insgesamt das zweite Mal. Aber ich meine jetzt dieses Jahr, wie viele Tage sind es oder Wochen? Wir wechseln ab mit einer Kollegin jeden zweiten Tag. Wie ist es bei Ihnen daheim, Weihnachten? Sind Sie dann Weihnachten auch noch richtig in Weihnachtsstimmung oder sind Sie dann froh, wenn es mal vorbei ist mit Glühwein und Bosna und so weiter? Ja, stimmt. Man freut sich dann auf Rückzug und auf ruhige, wirklich ruhige, besinnliche Stunden. Das sollte man nach Weihnachten danach. Also überraschenderweise haben wir festgestellt, dass die meisten Salzburger und vor allem die Besucher vom Salzburger Christkindlmarkt anscheinend immer noch in Wahnsinns-Weihnachtsstimmung sind. Keiner ist gestresst, nur vielleicht die Standler, die natürlich tagelang oder jeden Tag stundenlang durchstehen müssen. Aber ich glaube, wir halten es einfach mit Karl Valentin und Sie wissen ja, wenn die Stadi-Zeit dann vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Und wie schaut's bei euch aus? Seid ihr gestresst in der Adventszeit? Ach, also bei mir hält sich das eigentlich dieses Jahr so in Grenzen, weil ich mag die Advents- und Weihnachtszeit sehr gern und habe auch schon so ein bisschen nach Geschenken geschaut und bin eigentlich recht entspannt und freue mich auch auf Weihnachten, meine Familie zu sehen. Also bleibt der Stresslevel ziemlich niedrig. Ja. Und wie war der FS1-Workshop? War der stressig? Nee, also der war auf jeden Fall sehr informativ. Jetzt weniger stressig, aber natürlich schon viel Information auf einmal. Beim Schneiden ging es schon ein bisschen flott zu an Informationen, gell? Aber nee, war schön. So, Evi, in eurem Beitrag hat es ja so gewirkt, als wären sich die Salzburger ziemlich einig darin, dass die Adventszeit ja so überhaupt nicht stressig ist. Wie hast du das empfunden, als du da vor Ort warst? War das wirklich so? Oder? Ja gut, für uns war es natürlich schon ein bisschen stressig, so mit der großen Kamera durch diese Menschenmassen zu rennen. Das war natürlich schon, ich fand es schon ein bisschen stressig und es war Adventssamstag, also wahnsinnig früh los natürlich in Salzburg, wenn man das so kennt. Aber die Leute an sich waren wirklich entspannt. Also ich war total überrascht. Ich habe echt gemeint, wir treffen ein paar, die vielleicht sagen, ja, ich bin jetzt froh, wenn es wieder vorbei ist. Aber war tatsächlich nicht so. Also das ist alles wahrheitsgetreu in unserem Beitrag. Ja, schön genau. Zu hören. Ja, jetzt freuen wir uns natürlich auf euren Beitrag, sind schon ganz gespannt. Genau, weil die Sabine und die Johanna haben sich ja mit Kultur befasst, also ein bisschen weg vom Christkindlmarkt und ja, schauen wir mal, was da so alles rausgekommen ist. Im Auftrag von FS1 befinden wir uns heute in der Linzergasse, um Menschen, die hier entlang gehen, zu befragen, welche Veranstaltungen sie gerne besuchen und für welche Kultureinrichtungen sie sich generell in Salzburg interessieren. Was können Sie uns zur Salzburger Kulturszene im Allgemeinen erzählen? Vielfältig, abwechslungsreich, spannend, chaotisch, interessant. Wir besuchen jetzt, erfahren wir auf jeden Fall den Christkindlmarkt. Ne? Wir gehen jetzt gerade zum Christkindlmarkt und wir kaufen unsere Karten für den Sommer, für die Festspiele. Volkskultur und Hochkultur gehört alles dazu. Offensichtlich ist es aber gar nicht so leicht, hier Salzburger und Salzburgerinnen zu finden. Besuchen Sie gerne Veranstaltungen in Salzburg? Also wir sind heute das erste Mal in Salzburg. Und wir können ja bekommen, Lifter nach Salzburg. Speziell in der Adventszeit, was besuchen Sie da gerne?
Adventszeit macht für mich von den Veranstaltungsorten keinen Unterschied, weil ich an verschiedensten Veranstaltungsorten arbeite. Also die Woche habe ich zum Beispiel eine Kulturstättenwanderung zwischen zweimal Arge, einmal Republic und einmal Rockhaus gehabt. Und da macht der Advent eigentlich nur den Unterschied, dass die Wege von A nach B etwas schwieriger zu bewältigen sind, so wie im Sommer in der Festspielzeit. Planen Sie irgendwelche Veranstaltungen zu besuchen? Bisher noch nicht. Vielleicht 2016. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch Sabine und Johanna zu eurem ersten Fernsehbeitrag. Gut gelungen, wie ich finde. Wie seid ihr denn auf das Thema, ich frag mal dich, wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? Seid ihr selber kulturell interessiert? Ja, da wir gerade beide ein Praktikum in Mark Freizeit Kultur machen, sind wir natürlich in diesem Thema sehr interessiert und bewandert und demnach haben wir uns für dieses Thema entschieden. Und wir haben ja in einem Beitrag gesehen, Salzburg natürlich großer Touristenort. Es war ziemlich schwierig, Einheimische zu finden. Wie ist es euch allgemein so ergangen mit Leid? Das ist ja, glaube ich, nicht so leicht. Oder glaube ich, ich weiß jetzt natürlich aus eigener Erfahrung mit so einer Kamera bewaffnet. Das ist ja wirklich ein bisschen wie eine Waffe, auf Leid zuzugehen und Leid zu finden, die wirklich was sagen. Wie ist es euch da so gegangen? Ja, also prinzipiell fühlt man sich so ein bisschen wie ein Greenpeace-Aktivist irgendwie so. Auf einmal macht das jeder seinen Bogen um einen rum. Und ja, also fragst 10 Leute und der 11. sagt dann vielleicht, ja, okay, ich gebe euch ein Interview und so. Und es ist ja eigentlich nichts dabei. Aber die Leute sind dann doch irgendwie so ein bisschen kamerascheu und so. Na, wird das dann ausgestrahlt? Aber wie man gesehen hat, haben wir dann doch ein paar Leute gefunden und es hat dann schon passt. Und umso mehr, finde ich, freut man sich doch dann, wenn man jemanden findet, der was sagt und der vielleicht auch noch was Spannendes zu erzählen hat. Ja, das ist nämlich daran so irgendwie, dass man dann wirklich wen findet, der was Spannendes zum Erzählen hat, der wirklich eine Meinung zu irgendwas hat und haben nicht nur gesagt, dass er auf den Adventsmarkt geht, was wir ja eigentlich oft gehabt haben. Die haben ja mir braucht eher die Leute. Ja, stimmt. Ich hätte mal zu euch geschickt. Jetzt habe ich schon keine. Wie war das dann bei der Postproduktion, also am Ende das Ganze zu schneiden? Das habt ihr ja auch zum ersten Mal gemacht. Wie ging es euch da mit der Technik? Ja, am Anfang war es schon ziemlich kompliziert, aber wir sind sehr gut beraten worden. Sind sehr gut in die Thematik eingeführt worden. Ja, schön. Also, haben wir es dann ziemlich gut hinkriegt. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht hat der ein oder andere ja selbst Lust bekommen, auch Fernsehen zu machen. Einfach vorbeischauen und ausprobieren. Uns hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, ich glaube ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Und es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Also mit Kameras, Mikros und auch mit dem Schnittprogramm ist es doch durchaus machbar. Also jeder kann es probieren. Und wir haben beschlossen, bei uns wird es auf alle Fälle von diesem Vorspiel auch ein Nachspiel geben, oder? Mhm. Also vielleicht sehen wir uns bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.